fantastic. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit Winfried. Und heute wollen wir mal auf die neue Optik schauen. Von einigen Sachen, es sind ja einige Sachen haben eine neue Optik bekommen. Und ein findiger Zuschauer hatte mir das mal geschickt. Beziehungsweise, Alter, warum ist mein Mikro so leise? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab die gleiche wie immer. Und es ist heute einfach, keine Ahnung, heute ist echt der Wurm drin. Meine Webcam-Software funktionierte nicht. Ich musste eine neue installieren. Es ist alles, weiß ich auch nicht. Du kaufst eine Logitech-Webcam und du hast dann die Software und die Software stürzt einfach immer ab. Immer. Also es steht immer einfach keine Rückmeldung und dann googelst du das und dann sind da einfach noch 1 Milliarde andere Leute, die das gleiche Problem haben wie du und es gibt einfach keine Lösung. Außer da steht, es funktioniert einfach unter Windows 7 nicht. Also es ist echt, es ist einfach göttlich. Aber ich habe mal diese Base jetzt hier mal so umgebaut, dass wir uns die Neuerungen mal angucken können. Das ist echt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich, es gibt einfach Tage, da denkst du dir, wäre ich mal lieber im Bett geblieben, ohne Witz, also, keine Ahnung. Aber wir wollen trotzdem uns den Spaß natürlich an dieser Episode nicht verderben lassen, sondern wir gucken mal drauf, was denn so Neues ist. Also, natürlich, wie wir das ja gestern schon gesehen hatten, auf der einen Seite der Inferno-Turm Level 4, weil er vorher ja noch gar nicht existent war, ist er ja jetzt natürlich neu vom Design her. Dann haben wir die 3 Altare, die natürlich auch eine neue Optik abbekommen haben. Also zum einen erstmal natürlich den Altar vom Barbarenkönig, den wir jetzt hier sehen, mit dem Logo der Titan League, ne, sehen wir ganz gut. Dann natürlich das, mein Lieblingsaltar, muss man sagen, von der Königin, mit dem kleinen Miniatur-X-Bogen drauf, sehen wir jetzt hier. Vor allem, der drischt immer noch mit seinem Hammer, der drischt auf dem Boden, obwohl da gar nichts mehr, er drischt, obwohl da gar nichts mehr ist. Die Königin liegt da noch, lässt sich gar nicht beeindrucken, schläft einfach weiter. Aber mit dem Miniatur-X-Bogen sieht natürlich schon echt cool aus, muss man sagen. Dann auch ein richtig cooles Design vom großen Wächter mit dem Schild. Ne, er ist ja auch dafür da, die Trefferpunkte zu erhöhen der Einheiten von euer Postos. Ja, eigentlich schon mal ganz gut, dass er dann so ein Schild auf seinem Altar drauf hat. Passt ganz gut, ne? Wie ungefähr von der Liga, so ein Schildsymbol. Also schon ganz cool. Dann gibt's auch noch, habe ich gehört, einen neuen Effekt beim Goldlager. Und zwar, wenn das leer ist, soll das auch wirklich komplett leer sein. Ich blende auch mal das Bild ein, was mir der Zuschauer geschickt hat. Da sieht man das noch vielleicht ein bisschen besser. Das soll nämlich, früher hatte man das immer so, wenn das Lager relativ leer war, dann waren immer noch, war da trotzdem immer noch so eine Münze drin, abgebildet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich kann das gerne auch gleich nochmal, ich blende es wie gesagt mal ein, dann könnt ihr das mal nachgucken. Wie gesagt, jetzt hier so, ne? Also, eine Münze jetzt, bei mir ist es jetzt noch ein bisschen gefüllt. Ich habe 671.000 drin, wie gesagt, wenn es leer ist. Aber wir können das doch, klar, wir können es doch mal eben leer machen. Wir sind doch flexibel. Wollen wir da noch eine Mauer? Ja, eine Mauer. Eine Level. Oh, ich könnte sogar noch rein theoretisch, aber nein, wir wollen ja sparen. So, jetzt ist es leerer. Immer noch eine kleine Münze drin. Aber ich habe gehört, es soll angeblich eine neue Optik innen drin sein. Wir gucken dann später mal drauf. Oder beziehungsweise ihr könnt es ja mal nachgucken auf dem Bild, was der Zuschauer mir geschickt hat. Dann, was ist noch neu? Hier, bei den Armeelagern, eine neue Flammenanimation. Ich habe das auch mal nachgeguckt. Ist tatsächlich so. Ich dachte erst, die Steine wären auch noch anders. Sind aber nicht anders. Das Einzige, was sich hier verändert hat, ist quasi die Flammenanimation. Die Flammenanimation hat sich verändert. Finde ich, ist schon ganz cool geworden. Und was sich auch noch verändert hat, die Fackel. Die Animation der Flamme, der Fackel hat sich verändert. Sieht jetzt anders aus, ist ein bisschen, ja, so nicht mehr so ganz so knallig von den Farben her. Sieht aber, finde ich, ganz cool aus eigentlich. Ich habe mir extra 2 Fackeln gekauft, um das jetzt mal in dieser Folge zu zeigen. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht die ganze Zeit noch drauf gucken auf hier die Änderungen, sondern wollen natürlich gleich noch angreifen und so weiter und so fort. Leeren mal eben das Zeug hier alles weg. So, ich habe ja hier noch einiges in der, einiges noch an Sachen gehabt durch den Boost halt, den ich noch hatte und wir gucken mal auf den Clankrieg, da gibt es nämlich auch einige Neuerungen. Wir haben jetzt hier ganz oben bei den Scores ist kein Logo mehr oder beziehungsweise kein Knopf mehr, wo man draufdrücken kann. Der ist jetzt hier unten und er heißt Kriegdetails, naja, bisschen gequetscht ehrlich gesagt, hätte man einfach auch nur Details nennen können, dann hätte es vielleicht draufgepasst. So, sieht man oben die Score und so weiter, nicht so viel verändert hier, ne, die Stats im Grunde gleich geblieben.
Was sich allerdings da noch verändert hat hier, die Kriegsereignisse. Samoritos zum Beispiel wurde angegriffen von Eagle Warrior. Man sieht jetzt immer den Pfeil in die jeweilige Richtung. Wer hat wen angegriffen? Wie viel Prozent wurden geholt? Wie viel Sterne wurden geholt? Und so weiter. Wurde ein zusätzlicher Stern geholt, dann ist es, oder beziehungsweise wurde ein neuer Stern geholt, dann ist es hervorgehoben, wurde kein neuer Stern geholt. Dann ist es, wie gesagt, so ein bisschen gräulicher eingefasst, so ein bisschen verblasst, ne, sieht man ja. Und ja, so sieht das aus. Und man kann auch, habe ich gehört, wenn jemand live angreift, komplett sich den Kampf immer angucken, zu jeder Zeit, beziehungsweise der Live-Kampf verschwindet dann nicht irgendwann, so nach ein paar Sekunden, wie wir das ja bisher immer hatten. Und das Logo hier mit der Wiederholung ist auch neu. Das gab's vorher auch noch nicht. Ansonsten, hier hat sich jetzt nichts getan. So zumindest ist mir nichts aufgefallen. Verteidigung, Angriffe und so weiter, feindliches Team. Da ist alles noch so, wie es vorher war. Ja, der Button, keine Ahnung, war der vorher auch schon da oben? Ich glaube schon. Bin ich mir jetzt gar nicht mal so sicher. Ansonsten, die Karte ist soweit gleich geblieben. Das waren soweit auch die Änderungen, die sich jetzt hier ergeben. Ich würde sagen, ah genau, ich habe eine Optik natürlich noch vergessen. Hier, von unserer Luftabwehr. Die Optik der Luftabwehr hat sich natürlich auch verändert. Hatten wir gestern schon, will ich aber nochmal drauf eingehen. Ich habe meine Aufnahme kurz verabschiedet. Deswegen muss ich es mal eben ganz kurz synchronisieren. 1, 2, 3. So, jetzt ist das auch wieder synchron. Wenn's du einmal die Scheiße am Dampfen hast, ohne Witz. Ich habe gesagt, heute ist so ein Tag, wo einfach alles komplett schief geht. Ich hoffe mal, die Aufnahme der Webcam ist wenigstens zufriedenstellend. Aber okay, wir gucken mal drauf. Hier. Luftabwehr Level 6. Hat sich verändert. Sieht jetzt so aus, naja. Boah, ich muss, hab mich verschluckt. Ah, mein lieber Mann. Ich sag ja, heute geht einfach alles schief. Heute geht alles schief, ohne Witz. Luftabwehr Level 6, ja, sieht aus, ich habe ja gesagt, so eine Mischung aus Penis, Zuckerstange und Feuerwerksrakete, im Grunde. Keine Ahnung, ob da, oder Pilz. So sieht die auf jeden Fall jetzt aus, naja. Und hier sehen wir es jetzt auch, eine neue Flammenanimation. Ich dachte auch erst, dieser Stier drauf hätte sich verändert, aber hat er gar nicht. Habe ich nämlich nochmal nachgeguckt. Und ja, mal gucken. Ja, sonst war auf jeden Fall immer in dem Goldlager so ein, ich sag mal, so ein einzelnes Goldstück, was mehr oder weniger in der Luft geschwebt ist. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir werden das jetzt gleich aber noch sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal einen Gegner raussuchen, damit wir mal erstmal hier zum Angriff kommen. Was habe ich denn überhaupt in der Clanburg? Sechser Schweine! Jawohl, Sechser Schweine in der Clanburg. Ich würde sagen, wir greifen jetzt an, suchen den Gegner raus und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Mit vollem Elan und mit Webcam, oder hast du nicht gesehen? Und wenn übrigens jemand von euch auch eine Logitech-Webcam hat und diesen Fehler auch schon hat, da steht immer Launcher-Main.exe funktioniert nicht mehr. Wenn jemand den Fehler hat und hat ihn behoben unter Windows 7, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr dankbar für, weil die Webcam-Software eigentlich gut ist, wenn ich sie mal starten könnte. Sie ging nämlich manchmal und manchmal ging sie nicht. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum. Und jetzt muss ich nämlich ein anderes Programm nehmen. Und das geht extrem auf die CPU. Und deswegen, da habe ich jetzt nur noch 35 FPS anstatt 60 und dann gehen wir auch ein bisschen auf die Eier. Naja, deswegen, Leute, würde ich mich freuen, wenn ihr mir da mal ein bisschen Rückmeldung gibt. Wir suchen uns auf jeden Fall erstmal einen Gegner raus. Ich werde es da wegschneiden, natürlich. Wenn wir einen gefunden haben, werde ich mich wieder melden. Bis gleich. Wow. 30 Minuten. 30 Minuten geht meine Aufnahme jetzt schon. Ich weiß nicht genau, wie lange es bei euch jetzt hier schon die Folge geht. 33 Minuten und 49 Sekunden. Ich bin natürlich zwischendurch, das war natürlich gespielt, als ich rausgegangen bin. Aber trotzdem, ich weiß nicht, was die mit dem Loot gemacht haben. Ich finde einfach nichts. Das ist jetzt im Grunde der beste, den ich seit langem gefunden habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, sie haben ja, Sie haben ja was am Matchmaking gemacht. Bedeutet, als Elver finde ich jetzt primär auch andere Elver, auch wenn das jetzt hier gerade ein Zehner ist, sollte es ja so sein, dass ich mehr Elver finde. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken jetzt mal eben ganz kurz, ich muss mal eben einen von den Riesen opfern, um mal eben zu schauen, ob da was in der Clanburg drin ist. Oh, eine erste Riesenbombe, das ist schon mal gut. Deswegen tippe ich mal, hier unten wird auch irgendwo eine Riesenbombe sein, in der Mitte wird ein Tesla haben. Ich würde einfach sagen, wir nehmen uns das Rathaus mal mit. Das ist, denke ich mal, die beste Möglichkeit. Dirty Pool 5.0 heißt er. Okay. Da wird, hat er hier wohl irgendwo noch eine Falle oder sowas? Das kann ich jetzt natürlich schlecht gucken. Wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach. Nö, da scheint schon mal nichts zu sein. An der Seite können wir auch noch reingehen. Nehmen wir eben die beiden Schweinereiter mit. Ich habe nichts.
Ich habe ansonsten nichts Großartiges dabei, ne? Ich habe nur die Freeze-Zauber dabei, mit denen ich allerdings jetzt gerade nichts anfangen kann. Und da hatten wir nämlich gerade schon das Tellereisen, das ich eigentlich nicht brauchte. So. Da haben wir eben Freezel. König hinterher. Komm. Ah, die sind. Die Schweine 6 sind schon ganz okay. Ich meine, wenn du ein Single Inferno hast, hast du natürlich immer so die Sache, dass du dann natürlich, dass der nicht so schnell die Sachen einfangen kann, wie es ein anderer machen würde. Das Problem ist jetzt, von welcher Seite geht man jetzt am geschicktesten vor, wenn man noch so viele Barbaren übrig hat? Ist natürlich auch so eine Sache, deswegen würde ich sagen, wir nehmen einfach jetzt noch. Ich meine, das Rathaus haben wir jetzt gleich. Oh, der König! Oh, Alter! Ich hätte fast den König verbraten. Weil der König gerade eingefangen wurde von dem Single Inferno. Boah, hab ich noch gerade. In der letzten Sekunde konnte ich es noch retten. So. Ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal von diesen drei Seiten mit den Barbaren. Es ist im Grunde mit den Barbaren immer das gleiche. So, wir nehmen den noch mit. Und dann war es zwar Scheiß-Loot, muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist ein Multi-Inferno auf der anderen Seite. Das ist so ein Multi-Inferno. Es war zwar Scheiß-Loot, aber trotzdem noch. Ja. Wir haben unsere Suchkosten gerade ebenso gedeckt, glaube ich. Ansonsten, da ist noch ein bisschen Dunkles, aber ansonsten. Was mit dem Loot los ist, er ist tatsächlich, glaube ich, so schlecht wie. Also es ist lachhaft, echt. Ich habe auch bei der Vergeltung geguckt. Ich habe nirgendwo Loot gefunden. Wir wollen natürlich jetzt noch ein paar Schweinchen ausbilden für unsere Clankriegskollegen. Und dann hoffentlich. Alles bis auf den Kieselklopfer, damit meine ich natürlich den Bowler. Würde allerdings ganz gerne in der 17 Uhr Folge mal einen Bowler-Only-Angriff machen. Mal gucken, was da so rauskommt, ich bin gespannt. Wir nehmen noch ein paar Mauerbrecher mit, nehmen jetzt noch ansonsten den. Ja, nehmen jetzt hier noch ganz normal Bartsch mit, wie es sonst auch der Fall ist. Der Greli hatte, glaube ich, gerade sogar eine Nachricht noch geschrieben. Und wir bilden jetzt mal eben ganz kurz noch 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Nein, du nicht hier. Kollege, dich bilden wir nicht aus, weil du nichts kannst. So. Ja, allgemeine Spendenaufforderung, bla bla bla. Greli hat da was geschrieben, ist aber für unsere Folge jetzt egal. Und der Boost hat aufgehört, leider. Leider hat der Boost aufgehört, ist aber egal. Ich komme ja eh auf keinen grünen Zweig mit dem aktuellen Loot. Wir können das Dörfchen mal eben noch umändern zu unserer normalen Base, die immer noch hält, die immer noch nicht eingenommen wurde von jemandem. Und ich bin ja echt mal gespannt, ob das jetzt alles funktioniert hat mit der Kamera und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr die Lösung findet für mein Problem, gerne hier drunter schreiben, ansonsten sehen wir uns um 17 Uhr wieder bei einer Folge Clash of Clans, Clash Royale nicht vergessen. Royal Clashcraft kommt heute 16 Uhr, eine Infofolge mit allen Infos zu dem startenden Projekt. Dankeschön fürs Zuschauen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und bis um 17 Uhr. Ciao.